Neue Fenster im Altbau. Weshalb lohnt sich diese Investition und worauf ist dabei zu achten? Darum geht's im nächsten Video. Neue Fenster im Altbau. Wir haben zu dem Thema schon einige Videos gemacht, die Sie bei uns auf der Seite www.bau.coach finden. Heute möchte ich einfach nochmal den Fokus nur auf das Thema, lohnt sich das überhaupt, neue Fenster einzubauen, für Sie reflektieren. Erstmal, wenn Sie undichte Fenster haben, das können Sie am einfachsten feststellen, indem Sie eine Kerze nehmen und die mal am Fenster entlang führen und wenn es da anfängt zu flackern, dann zieht es irgendwo rein, dann ist das Fenster undicht. Das ist einmal der Luftaustausch, der tatsächlich stattfindet. Sprich, wenn von außen Wind kommt, drückt die durch die Spalten, durch die Fenster sozusagen durch und das merken Sie an der Kerze. Das ist die Variante 1. Die Variante 2 ist, wenn Sie eine Einscheibenverglasung haben, also im Altbau sozusagen nur eine Scheibe haben, dann können Sie davon ausgehen, dass da unheimlich viel Energie verloren geht. Auch bei einer Doppelverglasung ist die Frage, welche Qualität hat die. Das kann auf jeden Fall ein Fachmann für Sie beurteilen. Wie viel Energie geht sozusagen direkt durch die Scheibe hindurch, ja, durch die beiden Scheiben auch hindurch nach draußen. Das ist die zweite Thematik, wo Energieverlust stattfindet. Also wenn es bei Ihnen reinzieht, lohnt es sich auf jeden Fall, die Fenster entsprechend auszutauschen oder zu ersetzen. Und wenn Sie sozusagen ein altes Fenster haben, wo sehr viel Wärme dann durch das Glas durchgeht. Sie sehen das, wenn Sie zum Beispiel Eisblumen am Fenster haben im Winter. Solche Signale sind dann klar, dann ist es hier einfach zu kalt. Das heißt, es gibt an der Stelle, wenn das Fenster kalt ist, sozusagen eine fallende Luft. Also warme Luft kommt an das Fenster hin, die kühlt sich ab und fällt dann am Fenster entlang runter. Das merken Sie. Da hat man so das Gefühl, das sind Zugerscheinungen, aber vielleicht ist auch nur die fallende Luft am Fenster. Wenn Sie an dem Fenster sitzen und es zieht Ihnen am Rücken, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass das Fenster einfach undicht ist. Grundsätzlich ist es so, dass jedes Fenster die Schwachstelle am Gebäude ist. Also wir haben eine dicke Wand und ein dünnes Fenster. Und diese dicke Wand hat bauphysikalisch, wärmedämmungstechnisch, schalldämmungstechnisch ganz andere Eigenschaften wie dieses dünne Fenster. Und deswegen ist oft an der Stelle das größte Energieeinsparungspotenzial zu beachten. Aber es ist auch mit den größten Gefahren an der Stelle zu rechnen, weil oft ist es so, dass beim Austausch von Fenstern, von Altbaufenstern, es anschließend zu Schimmelbildung kommt. Wir haben dazu auch weitere Videos gemacht, Thema Schimmelbildung, die Sie bei uns finden und was ist dabei zu beachten. Wenn ich nämlich ein dichtes Fenster habe und die Luftkonvektion sozusagen komplett ausschalte, was grundsätzlich energietechnisch gut ist, bedeutet das für den Feuchtehaushalt vom Raum dann durchaus mal eine Gefahr zum Thema Schimmelbildung. Dazu aber unsere anderen Videos. Lohnt sich denn dann ein Fenster einzubauen? Moderne Fenster sind heute sozusagen halbindustriell gefertigte Bauteile. Hochtechnisch gefertigt, das heißt, das sind wie kleine Maschinen, die Scharniere, die Beschläge, alles funktioniert tipptopp, perfekt, doppelte Dichtungen und so weiter. Ja. Wenn Sie sich so ein Fenster mal in die Hand nehmen, das ist wirklich ein technisches Bauteil. Ja. Und das gab es einfach vor 50 oder vor 100 Jahren noch nicht. Und diese Qualität, auch die Qualität des Glases, ist heute vom Standard her um so vieles besser, wie das, was man vor 50, vor 30 oder 20 Jahren noch bekommen hat, dass es durchaus sich lohnt, zu überlegen, ob man die Fenster an der Stelle austauscht. Ob das dann im Detail Sinn macht, das muss ein Fachmann beurteilen. Das kann in der Regel nicht ein Laie beurteilen. Mein Tipp an der Stelle, gehen Sie nicht nur zum Fensterbauer, sondern überlegen Sie auch, wie das bauphysikalisch für das Gesamtgebäude der richtige Ansatz ist, damit Sie nicht später böse Überraschungen zum Thema Schimmel zum Beispiel bekommen. Das heißt, Sie brauchen ein Sanierungskonzept. Nur Fenster rein, Fenster raus, das funktioniert ganz, ganz selten. Sie müssen überlegen, auch an der Stelle, wo die Heizkörper zum Beispiel sind, die unter dem Fenster platziert, dann ist es natürlich auch wesentlich weniger risikoreich, weil da immer mehr Konvektion natürlich da ist, dass es da zur Schimmelbildung kommt. Am einfachsten ist es, Sie gehen zum Planer, der sagt Ihnen erstmal, was ist die Investition, was kosten neue Fenster. Klar dagegen, wenn Sie möchten, kann der Energieberater Ihnen den Verlust rausrechnen, wie viel Energieverlust habe ich. Beim alten Fenster können es durchaus mal 15% sein und dann können Sie da auch eine Amortisation errechnen, wenn Ihnen das wichtig ist. Der andere Ansatz ist natürlich der ökologische Ansatz.
Ja, wie viel heizen Sie sprichwörtlich zum Fenster raus? Und was bedeutet es aus ökologischem Gesichtspunkt? Ich hoffe, ich konnte Ihnen da an der Stelle ein bisschen so einen kleinen Einblick geben zum Thema, lohnt es sich überhaupt, ein Fenster auszutauschen? Bitte gehen Sie nicht her und machen diese Geschichte Fenster rein, Fenster raus, sondern schauen Sie vorher genau die Bauteile an, dass Sie keine bösen Überraschungen bekommen. Das hört man überall, es steht im Internet, das hört man bei Nachbarn, die Fenster ausgetauscht haben, die Schimmelproblematik haben. Dafür gibt es wirklich gute Konzepte, das zu vermeiden. Das würde jetzt hier zu weit ins Detail führen, aber da gibt es Lösungen und lassen Sie sich da entsprechend gut beraten, dass das langfristig für Sie zu mehr Behaglichkeit in Ihren Räumen führt und größere Energieeinsparnis. So viel zum Thema, lohnt sich's Fenster im Altbau? Ich würde mal sagen, ja.